Stopp mal, Mama, die Scheiße hier weg, wir haben einen richtigen Fall. Privatdetektiv Stefan Braun hat uns heute erneut zu sich nach Stuckenborstel eingeladen. Doch als wir eintreffen, merken wir schon, dass etwas anders an Stefan ist. Hallo? Stefan, was ist denn mit dir passiert? Das sind Sicherheitsvorkehrungen, Mann. Komm rein. Mein heutiger Auftrag hat mich in das Visier eines international bekannten Hackers gebracht. XX Spawnkiller 69XX. Er hat meine gesamte technische Ausrüstung lahmgelegt und damit verhindert, dass ich die berühmten Büsumer Lachsschmuggler dingfest mache. Dieser Hacker wollte mir zweifelsohne damit zeigen, dass er in der kriminellen Elite ganz oben mitspielt. Was haben der Aluhut und die blöde Brille damit zu tun? Das ist keine blöde Brille, du Arschloch, das ist ein Matrix-Weiser 3000. Der zeigt mir Fehler in der Matrix an, damit ich weiß, wann der Hacker wieder zuschlägt. Und was ist mit dem Aluhut? Der ist dazu da, um die Stahlplatte in meinem Kopf vor Hackerangriffen zu schützen. Weil der Typ die bestimmt hacken kann, weil da auch so viel Technik drin ist. Wer von uns beiden ist hier der Privatdetektiv? Meine doch nur... Ich bin der Privatdetektiv. Dieser Hacker ist gemeingefährlich und ich werde das Arschloch schlappen. Arschloch. Auf Nachfrage zeigt uns Stefan die Resultate des Hackerangriffs. Die Bilder sind schockierend. Die Reparatur dieses Gerätes würde mich mehrere tausend Euro kosten. Hey Stefan, hast du schon mal probiert, das einfach wieder reinzustecken? Hast du schon mal probiert, die Fresse zu halten? Stefan scheint noch immer tiefst erschüttert über den Angriff. Was ist denn mit Stefan los? Das sieht gar nicht gut aus. Was machst du jetzt, Stefan? Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Hallo Stefan, wie du sicher bemerkt hast, habe ich schon bemerkt, dass du mir auf den Fersen bist. Ich könnte dich natürlich live besiegen, da ich ein Hashtag Epic Gamer bin, aber ich gebe dir eine Chance. Suche mich an dem Ort, wo alles begann. Thomas, bringst du bitte endlich deine leeren Dosen runter? Sonst kommt der Papa mit dem Gürtel. Nicht jetzt, Mama! Das Arschloch schnappe ich mir. Stefan, was meint er eigentlich mit, wo alles begann? Das kann nur eins heißen. So, Stefan, und wo gehen wir jetzt hin? Zu dem Ort, wo ich meinen allerersten Fall gelöst habe. Und was war das für ein Fall? Der Fall der verschwundenen Pietro Lombardi-Karten meiner Mutter. Scheiße, blöd, du Affe! Nicht ernsthaft. Arschloch. 2000 Jahre später. Also ich habe es geschafft. Und Scheiße. Wo ist jetzt der Hinweis, Stefan? Ich komme nicht in die Folge, hör du. Das sieht gar nicht gut aus. Also meinen Hinweis gefunden. Sehr gut. Wir werden uns bald endlich treffen, Stefan. An diesen Koordinaten. Ach ja, die hättest du mir bitte meinen Zauberwürfel mitbringen, hatte ich vergessen. Ich weiß genau, wo das ist. Das ist mein Lieblingscafé, das Café am Arsch. Da gehen wir jetzt hin.
schreien, das Arschloch.